Hallo und herzlich willkommen bei Mensch Mesh. Ich begrüße euch zu meinem zweiten Tutorial in der Reihe Affinity Designer auf dem iPad. Heute geht es um eine Einführung in die Gesten auf dem iPad. Ich werde bestimmt das ein oder andere Mal versehentlich klicken, sagen anstatt tippen, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das ist nun mal so, wenn man irgendwie fast 3 Jahrzehnte lang am PC gearbeitet hat, spricht man doch immer wieder vom Klicken. Genug der Vorrede, wir starten mit einem neuen Dokument. Ich tippe einmal auf neues Dokument bzw. hinzufügen und wähle mir dann hier ein neues Dokument aus und möchte jetzt hier an diesem ersten Beispiel schon etwas zeigen. Und zwar beim Dokument selber gibt es schon vorgefertigte Typen und ihr könnt jetzt hier quasi in so einem Menü mit dem Finger sliden oder wischen und könnt euch hier zwischen verschiedenen Typen etwas auswählen. Ich möchte bei dem Gerät bleiben und ich bleibe auch bei der Einstellung hier für das iPad 12,9 Zoll, weil ich gerade auf so einem Gerät arbeite. Ja, ihr habt hier die Möglichkeit, auch mit Tippen die Ausrichtung auszuwählen. Ich bleibe im Querformat und gehe jetzt einfach mal auf OK, um euch zunächst einmal das Ganze am Zeichnen von Objekten zu erläutern. Das einfache Tippen habt ihr ja schon im ersten Video gesehen. Ihr könnt damit zum Beispiel hier Menüs öffnen oder hier in der Studioleiste die einzelnen Studios auswählen und so weiter und so fort. Ich fange jetzt mal an, ein Objekt zu zeichnen und nehme jetzt mal ganz einfach hier ein Rechteck aus der Werkzeugleiste und ihr tippt einfach auf die Zeichenfläche und könnt hier mit dem Finger ein Rechteck aufziehen. Ich lasse jetzt bewusst noch nicht los. Ihr könnt nämlich jetzt mit der anderen Hand, also ich bin selber Rechtshänder, ich mache das jetzt also dies hier mit der rechten Hand, mit dem Zeigefinger. Ihr könnt jetzt also von der linken Hand den nächsten Finger nehmen und die Seitenverhältnisse sperren. Ihr seht jetzt hier an dem blauen Punkt, dass ich gerade die andere Hand mit benutze. Ihr sperrt also mit einem Finger die Seitenverhältnisse des Objektes. Mit zwei Fingern könnt ihr jetzt das Objekt verschieben. Das macht Sinn, wenn ihr es direkt beim Zeichnen nochmal an einer anderen Stelle positionieren wollt. Und mit einem dritten Finger habt ihr die Möglichkeit, vom Ursprung aus zu zeichnen. Ja, wenn ich damit fertig bin, lasse ich zuerst den rechten Finger los, nehme meine Finger vom Tablet und ich habe ein Quadrat gezeichnet. Rückgängig machen habe ich schon gezeigt. In meinem vorherigen Video, ich zeige es trotzdem nochmal, ein Zweifingertipp macht etwas rückgängig und ein Dreifingertipp wiederholt es, holt also in diesem Fall das Quadrat zurück. Ja, an diesem Beispiel, ich möchte jetzt mal dieses Quadrat verschieben, nehme also das Verschieben-Werkzeug mit einem einfachen Tipp und kann jetzt einfach das Objekt beliebig hier auf meine Leinwand verschieben. Ich kann das zum Beispiel, weil ich hier die magnetische Ausrichtung unten links aktiviert habe, kann ich das zum Beispiel wirklich auf meiner Leinwand zentrieren. Im nächsten Beispiel möchte ich euch zeigen, wie ihr mit den Gesten Objekte transformieren könnt. Ihr könnt nämlich jetzt hergehen und zum Beispiel hier auf einen Eckanfasser gehen und das Quadrat vergrößern, verkleinern oder eben halt transformieren oder verformen. Auch hier habt ihr wieder die Möglichkeit, mit einem Finger die Seitenverhältnisse zu sperren. Mit zwei Fingern habt ihr jetzt in diesem Fall beim Verformen oder Transformieren die Möglichkeit, den Mittelpunkt festzuhalten. Also es wird jetzt immer um den Mittelpunkt, es bleibt also zentriert auf der Zeichenfläche, wird es vergrößert und wenn ihr noch den dritten dazu nehmt, dann habt ihr den Mittelpunkt fixiert und auch wieder die Seitenverhältnisse. Damit kann ich also das Quadrat vergrößern. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Gesten Objekte verschieben könnt und rotieren könnt. Ich habe ja das Verschieben-Werkzeug hier oben noch aktiviert. Wenn ihr jetzt dieses ganze Quadrat verschieben möchtet, dann könnt ihr es einfach antippen. Natürlich jetzt möglichst nicht auf einen der Anfasser tippen. Und ihr könnt es jetzt mit dem Finger ganz einfach auf eurer Zeichenfläche verschieben. Wenn ihr den Finger, einen weiteren Finger auf das iPad drauflegt, dann könnt ihr das Ganze perfekt horizontal verschieben, in 45 Grad oder vertikal bzw. senkrecht.
So könnt ihr also ein Objekt ganz einfach mit Gesten positionieren. So, ich mache es mal wieder rückgängig, es soll wieder in der Mitte stehen. Dann zum Drehen habt ihr hier oben den Anfasser, den ihr vielleicht ja auch schon aus der Desktop-Version kennt. Ihr fasst hier oben an und könnt hier frei drehen, durchwischen oder drehen auf der Glasscheibe. Wenn ihr einen weiteren Finger darauf legt, auf das iPad, dann könnt ihr in 15 Grad Schritten drehen. Das kann man also sehr häufig auch ganz gut gebrauchen. Eine weitere Geste, die ich sehr praktisch finde, ist das Kopieren. Und zwar geht man da wie folgt vor. Ihr legt zwei Finger auf das Tablet. Also ich lege zwei Finger drauf und nehme einfach das Objekt und schiebe es an eine neue Position und schon habe ich eine Kopie davon erstellt. Finde ich äußerst praktisch. Als nächstes möchte ich euch jetzt zeigen, wie ihr die Zoomstufe verändern könnt durch einfache Wischgesten. Und zwar könnt ihr einfach durch Zusammenziehen euren Zeichenbereich verkleinern oder mit zwei Fingern auseinanderziehen, den Zeichenbereich wieder vergrößern. Außerdem kann man, wie man bei mir jetzt hier gerade sieht, die Leinwand schon drehen. Dazu ist Folgendes wichtig. Wenn ihr die Leinwand dreht, ich mache das nochmal so, dann geht das laut Aussage von Serif erstmal nur, wenn ihr das in den Einstellungen quasi aktiviert habt. Das sehe ich ein bisschen anders, denn man kann das ja auch hierüber machen, über den Navigator. Und kann hier jetzt quasi die Leinwandrotation fixieren. Das bedeutet jetzt erstmal, ihr könnt jetzt die Leinwand nicht mehr drehen. Ihr könnt das iPad quasi so liegen lassen. Gerade beim Zeichnen, wenn ihr jetzt mehr mit Pinseln arbeitet und ihr müsst gerade Linien zeichnen oder der Pinselstrich selber muss sich der Leinwand anpassen, dann ist es sinnvoll, dass man eine Leinwand drehen kann. Beziehungsweise ich drehe, ihr kennt das vom Malblock, vom manuellen Zeichnen. Dann macht es Sinn, dass man die Leinwand drehen kann. Wie kann man die jetzt wieder zurückdrehen? Ihr nehmt einfach dieses Schloss wieder raus und dann lässt sie sich wieder drehen. Und nichts anderes macht auch diese Option, ich gehe mal hier rein, über Einstellungen, Werkzeuge, könnt ihr hier unten sagen, Leinwandrotation bei allen Werkzeugen erlauben. Ich mache das mal aus, gehe auf Fertig und gehe wieder in mein Dokument rein. Wenn ihr jetzt mal hier reinschaut, dann seht ihr, dass es jetzt aus ist. Ja, ich kann es nicht drehen. Wenn ich es hier wieder einschalte, dann seht ihr auch, dass in den Einstellungen hier das Ganze wieder erlaubt ist. Also dieser Schalter hier ist meiner Meinung nach im Augenblick genau das gleiche wie der Schalter hier im Navigator-Studio. Dieser hier. Ja, wenn ich das ganz sauber wieder auf 0 Grad haben möchte, ich habe es noch nicht so richtig rausgefunden. Ich denke immer, wenn man so mit zwei Fingern dreht, na, und den einen schneller loslässt, dann habe ich immer den Eindruck, es ist jetzt wieder gerade. Wenn ich es mir mal anschaue, ist das im Regelfall nicht so. Ich bin nämlich jetzt bei minus 0,7. Ich mache das dann einfach so, einmal auf die Zahl tippen, 0 und OK. Und dann ist sie definitiv wieder gerade. Ich kann das wieder sperren und dann kann ich die auch nicht versehentlich verdrehen. Okay. Ja, und jetzt möchte ich euch noch so ein paar tolle Funktionen zeigen, die Serif in diese iPad-Version von Affinity Designer eingebaut hat. Ich finde die echt toll. Ich gehe mal hier oben auf das Farbstudio, ändere jetzt mal an diesem Objekt ein bisschen die Füllfarbe, mache das mal auf eine 100%, ja, 100% Magenta und ändere hier oben mal die Kontur. Ich muss erst die Kontur auswählen und die möchte ich beispielsweise in Cyan haben, 100%. So, jetzt kann ich die Kontur ja fast noch gar nicht sehen. Ich möchte jetzt die Konturstärke ändern, ohne erst hier das Konturstudio aufzurufen. Ich bin also noch im Farbpanel. Jetzt kann ich einfach hier auf das Symbol für die Kontur gehen und nach oben ziehen. Das heißt, die Kontur wird durch Wischen mit der Wischgeste vergrößert oder nach unten verkleinert. Interessant ist auch die Funktion, dass man durch das Wischen über Kontur und Füllung hier oben im Farbstudio ganz schnell
zwischen der Konturfarbe und der Füllfarbe hin und her wechseln kann. Ja, von diesen Gesten gibt es jetzt mehrere. So kann man zum Beispiel auch, was wir vorhin schon mit dem, ich mache mal das Studio wieder zu, was wir vorhin schon mit den zwei Fingern gesehen haben, also zusammenziehen oder Finger spreizen zum Zoomen, das kann man auch hier über den Navigator machen. Damit kann man nämlich rein und raus zoomen. Einfach durch das Wischen mit einem Finger. Ihr könnt auch die Historie hier anklicken, das ist das Protokoll, und damit einfach schrittweise zurückgehen, was ihr hier jetzt schon in eurem Dokument gemacht habt. Das könnte unter Umständen für euch auch mal ganz interessant sein. Oder wenn wir mal, ich nehme mal hier einen Grafiktext, wenn ihr einen Text schreibt, ich nehme jetzt mal Gesten, das Verschieben-Werkzeug, und ihr habt jetzt das Textobjekt ausgewählt, könnt ihr hier durch Sliden die Schriftgröße verändern. Ja? Ja, es gibt dann noch weitere Gesten, zum Beispiel einen Doppeltipp, der nicht zum Rückgängigmachen gedacht ist. Dazu muss ich mal Folgendes machen. Ich muss mal eben von diesem Quadrat, das Quadrat mache ich mal ein bisschen kleiner, so. Davon möchte ich jetzt mal eine Kopie erstellen. Noch eine. Und noch eine. Mir fehlt noch irgendwie eine Geste für Power Duplicate. Das wäre toll, wenn ich das jetzt noch irgendwie wiederholen könnte. So, jetzt habe ich diese vier und ich möchte diese vier beispielsweise gruppieren. Wie kann ich denn jetzt mehrere Objekte markieren? Ich möchte jetzt diese der Reihe nach markieren. Ihr könnt, wenn ihr das Verschieben-Werkzeug anhabt, sie einfach einfangen. Dann habt ihr mehrere Objekte markiert. Ihr könnt aber auch eins antippen, einen Finger auf die Zeichenfläche halten und die nächsten der Reihe nach auswählen. Oder wenn ihr nur die hier, das hier und dies hier haben wollt, na, das und das, dann habt ihr jetzt nur die zwei ausgewählt. Alternativ kann man auch, wenn man nur mit einem Finger arbeiten möchte, hier unten das Plus anklicken in der Werkzeugleiste vom Verschieben-Werkzeug und dann alle Elemente oder Objekte ganz in Ruhe mit dem Finger antippen und auswählen. Ihr könnt die dann auch durch nochmaliges Tippen wieder deselektieren. Ich nehme jetzt nochmal das dazu und das auch. Jetzt habe ich vier Stück markiert. Das wäre eine Variante und könnte daraus jetzt hier in dem Ebenenstudio eine Gruppe machen und zwar durch Finger zusammenziehen. Und so leicht kann man eine Gruppe erstellen. Oder Finger wieder auseinander und die Gruppe ist wieder aufgelöst. Eine andere Variante zu markieren, das macht man ja auch sehr häufig, ist im Ebenenstudio. Einmal könnt ihr das natürlich hier durch Wischen machen. Wenn ihr aber von bis markieren wollt, könnt ihr das erste Element nehmen und auf das letzte Element hier bei dem Symbol vorne mit zwei Fingern tappen. So, und dann sind alle markiert. Zusammenziehen und ich habe wieder eine Gruppe, die ich hier als ein Objekt verschieben kann. Ich nehme mir aus der Gruppe nochmal ein Objekt raus. Auch das kann ich nochmal zeigen. Ich erstelle mir ein Duplikat hier oben über Duplizieren und nehme jetzt dieses Objekt und ziehe mir das mal über meine Gruppe, so dass ich es wieder einzeln habe. Ziehe mir das an einen anderen Ort und hier möchte ich noch mal kurz zeigen, dass ihr auch auf dem Farbstudio selbst, ich mache mal alle Studios zu, hier oben auf dem Farbpunkt die Luminanz ändern könnt und zwar diesen Farbton dunkler oder heller machen. Das finde ich auch ganz praktisch. Da kann man sehr schnell experimentieren, ohne dass man überhaupt irgendein Color Wheel oder sowas öffnen muss. Einfach nur mal ausprobieren, wenn ich so verschiedene Nuancen haben möchte einer Farbe. Ja, mit Sicherheit sind da noch ein paar andere Funktionen versteckt. Für eine Einführung in die Gesten soll das Ganze erstmal reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei Mensch Mesh.